Mein Vater hat auf der gleichen Werft gearbeitet, wo ich dann auch angefangen bin. War damals eigentlich ganz normal von der Vorstellung her. Schiffe werden immer gebraucht. Bremerhaven als ein Hafenstandort hatte eine Vielzahl von Werften. Die Werften sind aber am Ende nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Wir befanden uns auf dem Boden, wir waren platt. Wir haben uns dafür entschieden, das Thema der erneuerbaren Energien anzugehen. Offshore wind turbines do operate in very harsh environment, very harsh conditions. This implies using materials which are very reliable. The development with DuPont was very crucial. The material we were interested was the Nomex material, which DuPont had designed. It gave us the ability to design the compact transformers. The contribution of the transformer is key. No transformer, no power generation. The value of a reliable material like DuPont Nomex in a transformer is to ensure that the turbine will produce the electricity needed without any costly emergency intervention. Da gab es Leute von den Werften, die eben mit Stahl umgehen können. Die wissen, wie man sowas macht. Dann habe ich den Hinweis bekommen, dass auch in der Windindustrie mein Berufszweig wohl gesucht wird. Und habe dann mich hier beworben und bin dann auch Gott sei Dank recht schnell eingestellt worden. Das Thema der erneuerbaren Energien hat in Bremerhaven dazu geführt, dass 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Und wir sind davon überzeugt, dass der Weg der erneuerbaren Energien für Deutschland richtig ist. Musik